Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kreativstempel. Ja, ich habe heute wieder eine Bastelanleitung für euch und zwar am Dienstag hatten wir Instagram-Hop von meinem Team und da war das Thema Bastel eine selbstschließende Box ohne Kleber, also eine Box ohne Kleber ist die richtige Bezeichnung und da habe ich euch diese kleine Box hier gezeigt, obwohl die gar nicht so klein ist, lass uns mal messen. Die hat eine Größe von, ja, sollte man auch das Lineal richtig rumhalten, von 8x8 cm, also da passt ordentlich was rein. Ja, diese Idee ist nicht von mir, ich habe die auf Pinterest gesehen und ich schreibe euch aber unten in die Infobox, bei wem ich das gesehen habe und ich habe die so ein bisschen angepasst und ja, möchte euch jetzt zeigen, wie die geht. Der Verschluss ist hier mit einem Schleifenband und Box ohne Kleber, seht ihr jetzt hier. Man kann das also auch auf Vorrat basteln und dann hier so einfach flach gedrückt irgendwo aufbewahren. Und wenn man sie braucht, holt man sie einfach raus und packt hier seine Süßigkeiten rein oder Geschenke, was man auch immer verschenken möchte. Und ja, kann das dann vorbereiten und genau, hat jederzeit was parat. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Die Größe kann man natürlich auch anpassen, wenn man das möchte, kann man kleiner oder auch größer machen. Ja, also ich fand die ganz praktisch. Die Sprüche könnt ihr natürlich auch anpassen. Ich habe immer gerne so kleine Dankeschön da für den Postboten oder wie auch immer. Man kann ja gar nicht oft genug Dankeschön sagen, finde ich immer. Ja, und die möchte ich jetzt mit euch werkeln und euch zeigen, wie das geht. Ich habe gearbeitet mit der wunderschönen Produktreihe Zauberhafte Zinnien. Das ist ein Online-Spezialprodukt, finde ich mega klasse. Und da gibt es noch selbstklebende Pailletten dazu. Warte mal, die zeige ich euch auch noch. Genau, ich hatte euch dazu einen Workshop to go angeboten. Ich verlinke den nochmal hier oben rechts im Video. Da könnt ihr nochmal reingucken. Das könnt ihr auch immer noch bestellen. Und ja, dieses Mal habe ich diese schöne kleine Verpackung für euch und wir werkeln jetzt damit. Und zwar möchte ich dieses Mal, also ich habe vom Papier her die Rückseiten verwendet von dem Papier, weil mir das hier zu knallig wäre jetzt mit den großen Blüten und dann habe ich ja hier noch die Blüten vorne ausgestanzt. Deswegen nehme ich hier die Rückseiten und dieses Mal nehmen wir die Farbe Kürbisgelb und die Grundverpackung, die habe ich in Vanille pur extra starken Farbkarton genommen. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, geht dieser extra starke Farbkarton aus dem Sortiment. Den gibt es also nur noch, solange der Vorrat reicht, ab Mai gibt es diesen Farbkarton nicht mehr. Vanille pur, ganz normaler Farbkarton in der normalen Stärke, der bleibt aber erhalten. Also Vanille pur an sich bleibt, nur dieser extra starke geht raus. Der wurde wahrscheinlich zu wenig angenommen. So, wir schneiden uns den zurecht auf 28 x 20 cm. Und das machen wir mal gemeinsam. Also die lange Seite bei 28 cm anlegen und einkürzen. Das könnt ihr noch für Etiketten aufbewahren und die kurze Seite kürzen wir auf 20 cm. So, wunderbar. Und jetzt müssen wir falzen. Und zwar Falzlinge nach oben schieben und wir fangen an der kurzen Seite. Bin ich in der Kamera? Ja, ne? Genau. Wir falzen. Quatsch, an der langen Seite. Entschuldigt bitte, lange Seite. Und zwar bei 2 cm. Dann bei 6 cm, bei 10 cm, bei 18, entschuldigt bitte, ich habe einen kleinen Frosch im Hals heute, 22 und bei 26 cm. So, dann legt ihr die kurze Seite an und die falzen wir ebenfalls bei 2 cm, bei 6 cm, dann bei 14 cm und bei 18. So. Dann könnt ihr alle Falzlinien einmal mit dem Falzbein nachziehen.
Und zwar das Tal zeigt zu euch und der Berg, die Bergpfalz nach hinten. Dann habt ihr das Papier schon in die richtige Richtung gedehnt und dann passt das vom Falzen her. Also unser Papier reißt ja nicht, aber es gibt ja Papiere, die gerne mal einreißen. Deswegen ist es in dem Fall besser, das zu beachten. So, jetzt machen wir Folgendes. Und zwar schneiden wir uns. Hier haben wir, also die kurze Seite legt ihr zu euch. Und ihr schneidet euch jetzt einmal hier auf der rechten Seite die erste Senkrechtfalz bis hoch zur dritten Querfalz. Und zwar einfach gerade ausschneiden. Ich nehme dazu gerne eine lange Schere, eine große Schere, weil ich ja hier auch eine große Strecke habe. Ihr könntet das auch mit dem Schneidbrett ausschneiden, weil wir das ganz gerade schneiden. Also, einmal die erste Senkrechtfalz bis hoch zur dritten Querfalz einmal rausschneiden und dann auch hier gerade abschneiden. Ja, also drei Felder. Dann auf der linken Seite genau das gleiche. Die linke Senkrechtfalz bis hoch zur dritten Querfalz rausschneiden, die Falzlinie mit rausschneiden und dann auch hier gerade abschneiden. So sieht euer Papier dann so aus. Dann dreht ihr es auf die gegenüberliegende Seite und da wiederholt ihr das Gleiche. Also hier die Senkrechtfalz bis zur dritten Querfalz rausschneiden, die Falzlinie mit rausschneiden. Und dann hier gerade abschneiden und dasselbe hier drüben. So, und dann sieht euer Karton so aus. Wir müssen dann noch eine kleine Falzlinie ziehen, aber bevor wir das machen, schneiden wir uns erstmal die Verzierung zu, nämlich das Designerpapier, weil das schöner ist, das jetzt so aufzukleben auf der flachen Fläche. Und zwar brauchen wir 6 Stückchen, und zwar jeweils in diese beiden Felder, dann links und rechts und in diese beiden Felder. Und die haben alle das gleiche Maß. Und zwar brauchen wir da ein Maß 7,7 mal 3,7 cm. Und dann nehme ich mir hier so ein Reststück. Guck mal, ob das 7,7 hat. Ansonsten schneide ich mir das hier zurecht. Das ist so ein Reststreifen und der hat die Breite hier 7,7. Ihr müsst hier euer Muster beachten. Ja, die lange Seite ist 7,7, die kurze ist dann 3,7. Also beachtet hier den Musterlauf und ich schneide mir jetzt hier den Streifen direkt auf 7,7 zu, weil ich brauche ja davon 6 Stück. So. Und dann habe ich von der langen Seite, schneide ich mir immer jeweils dann 3,7 ab und das Ganze 6 Mal. Also 3,7 hier von der langen Seite dann abschneiden und dann habe ich automatisch diese 7,7 mal 3,7, also 6 Stück. Zwei, drei, vier, 5 und 6. Dadurch, dass ja dieses Designerpapier 30,5 cm in der Länge hat und das ja ein kompletter Streifen war, hat das jetzt wunderbar gepasst. Also da kann man diese Reststreifen wunderbar nutzen. So, und diese Papiere, die kleben wir uns jetzt hier drauf. Und zwar haben wir ja in der Mitte hier, wie gesagt, dieses Quadrat. Und an den Seiten von diesem Quadrat habt ihr diese Rechtecke. Also das sind ja nur diese 6 Felder, wo das auch reinpasst. Und da klebt ihr das rein. Das seht ihr jetzt hier wahrscheinlich nicht ganz so gut in der Kamera. Aber so klebt ihr euch das hier hinein. Und das macht ihr einfach mit etwas Flüssigkleber. Die Papiere sind so vorgesehen, dass ihr ringsherum noch so 1,5 mm Platz habt. Also bis zur Falzlinie, ne? Also schön mittig in diese Felder kleben, so dass ringsherum der gleiche Abstand ist. Und so habt ihr auch automatisch hier das auf einer Höhe und auf einer Kante liegen. Weil das ist wichtig, dass die Papiere eben hier auf einer Höhe abschließen. Sonst sieht das Ganze nicht schön aus.
wenn das schief und bucklig klebt. Das könnt ihr, wie gesagt, mit Flüssigkleber machen. Ihr könnt es aber auch mit einem Kleberoller machen oder mit Abreißklebeband, was ihr da so bevorzugt an Kleber. Das ist in dem Fall eigentlich egal. So. Ich drücke das Ganze dann immer noch mal gerne mit einem Falzbein fest. So verteilt sich schön der Kleber bis in die Ecken. So, jetzt habe ich hier ein bisschen mit Kleber geaast. Nehme ich meinen Klebemittelradierer und schwupps ist es wieder weg. So, und jetzt müssen wir noch eine Falzlinie ziehen. Und zwar dreht ihr euch das wieder auf die Innenseite. Oder ihr könnt es auch außen machen, da seht ihr es besser. Das ist eigentlich egal. Und zwar brauchen wir jetzt so ein Falztool. Wenn ihr das nicht habt, dann nehmt ihr einfach euer Falzbein. Das geht genauso. Und jetzt müssen wir hier neben den Designerpapieren haben wir jeweils ein quadratisches Feld. Und da falzen wir jetzt immer von der mittleren Ecke nach außen. Also hier, ja, haben wir dieses Rechteck und hier daneben dieses freie Quadrat ohne Designerpapier und immer von der mittleren Ecke nach außen eine Falzlinie ziehen. Also hier in die Richtung, hier drüben in die Richtung. Hier in die Richtung und schön von Ecke zu Ecke falzen. So. Prima. Und jetzt nehmt ihr das, faltet ihr das, legt ihr das mit der Innenseite zu euch und jetzt faltet ihr das so. Also ihr drückt quasi diese schräge Linie hier so hinein. Also die kurze Seite liegt zu euch und ihr drückt jetzt diese Seite so hinein und diese schräge so nach außen. Und dann falzt ihr das einmal nach. Also diese Seite hineindrücken und diese schräge so nach innen drücken. Könnt ihr das sehen? So, gell? Und dann entsteht hier diese Falzung. Auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Die senkrecht falz nach innen drücken und dann hier diese schräge so nach innen falzen, auf der anderen Seite genauso und dann das Ganze hier einmal nachfalzen. Und jetzt seht ihr schon, die Verpackung legt sich jetzt genauso, wie ihr sie braucht, in die Richtung. Und das hier oben falzt ihr einmal mit der Hand nach außen. So, und dann ist unsere Verpackung auch schon fertig. Also die legt sich dann genau in diese Richtung, wie ihr sie braucht. Das ist doch echt praktisch, oder? So, und jetzt möchte ich die noch verschließen und dazu mache ich mir hier oben an die Kante zwei Lochungen. Dazu legt ihr eure Verpackung so hin, dass ihr diese beiden äußeren Senkrechtfalzen einmal so zusammenfalzt und macht euch jetzt eine Markierung mit Bleistift und Lineal hier in der Mitte dieses Feldes, also ungefähr mittig. Und vom Rand aus gemessen einen Punkt bei 2 cm und das von rechts und von links. Also hier mittig, ja, und hier von 2 cm von links und 2 cm von außen. Auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Das müsst ihr jetzt nicht genau ausmessen. Das kann man so nach Augenmaß machen. Und dann eben 2 cm von innen und 2 cm von außen. So, und dann nehme ich mir meine Lochzange. Die hatten wir früher mal im Sortiment von Stampin' Up. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr auch euren Aufhebhelfer nehmen und hier mit dieser Prickelnadel das durchschneiden. Ich muss mal schnell meine Pinzette aufheben. Entschuldigung. Ja, und dann loche ich mir das hier durch beide Lagen durch. Also das muss so eingeklappt sein, ja? Und dann habt ihr nämlich gleich das komplett durchgelocht an beiden Stellen. Und habt die Löcher dann auch plan übereinander. Und auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Dann sind auch diese Radierer, diese Bleistiftmarkierungen weg. Braucht ihr nichts radieren.
So, und jetzt braucht ihr ein Schleifenband. Und ich habe mir hier dieses Limettefarbene genommen aus dem Jahreshauptkatalog. Da gibt es hier dieses Kombipack mit Blütenrosa und Limette. Und ich nehme mir das schmälere aus Limette und fädel mir das jetzt hier einmal durch. Auf der einen Seite am besten schrägt ihr das so ein bisschen an. So, und dann guckt ihr, wie lang braucht ihr das ungefähr, dass ihr eine Schleife binden könnt. Ich lege mir das dann immer gerne hier so hin und dann schneide ich mir das einfach da auch schräg ab, wo ich denke, das reicht mir. Also ich schätze mal, dass das so 20, 25 cm sind. Aber das müsst ihr auch nicht genau abmessen und dann fädelt ihr das hier durch. Meistens klappt es nur durch eine Seite. Und dann müsst ihr die andere Seite noch nachziehen. Und dann zieht ihr das hier schön fest zusammen. Und macht dann einfach eine Schleife rein. Und dann legt sich diese Verpackung auch schön zusammen hier. Und hält auch gut. So. Wunderbar. Cool. Und jetzt kommen wir hier zur Verzierung. Ihr seht, ich habe hier vorne mit dem wunderschönen Set zauberhafte Zinnien mir einfach diese beiden Blüten ausgestanzt. Und zwar habe ich das hier schon mal vorbereitet, passend zum Papier. Und zwar habe ich mir einmal die größere hier in Weiß ausgestanzt und die kleinere in Kürbisgelb. Dann habe ich mir hier diesen Kranz in Zitronenparfait ausgestanzt und die Blütenmitte in Espresso. Und das Ganze setzen wir jetzt zusammen. Und das Etikett habe ich auch schon vorbereitet. Erkläre ich euch gleich, wie ich das gemacht habe, damit es eben jetzt nicht so lange dauert. Setzen wir jetzt erstmal hier die Blüte übereinander. Da müsst ihr so ein bisschen zirkeln, wie sie hier am besten drauf passt, dass das hier schön überlappt, ne? Dass ihr dann in die Zwischenräume eure beiden Blüten übereinander legt. Dann macht ihr auf die Mitte einfach ein bisschen Flüssigkleber, drückt es hier zusammen. Dann kommt dieser Kranz hier drauf. Man könnte den natürlich auch vorher mit unserer Klebefolie ausstatten, bevor man ihn ausstanzt. Habe ich wieder mal vergessen. Also nehme ich Flüssigkleber, den lege ich mir hier so in die Mitte. Wie gesagt, in Zitronenparfait habe ich den gemacht. Und dann kommt in Espresso meine Blütenmitte noch hier drauf. Und dann ist meine Blüte auch schon fertig und ich finde die so schön. Dann brauchen wir noch zwei Blätter. Da habe ich mir hier diese ausgestanzt. Wo sind sie? Und zwar in Waldmoos. Habe ich auch vorbereitet. Na, Tütchen, geh auf. So. Und zwar brauchen wir da hier zwei Stück. Genau. Und die klebe ich mir jetzt. Oh, wo ist meine Blütenmitte? Die ist wieder abgegangen. Die hat nicht gehalten. Also nochmal neu. Heute ist wieder so ein Tag, wo irgendwie nichts so richtig funktioniert. Kennt ihr bestimmt auch alle. Und zwar lege ich mir die hier so übereinander, also so überlappend, klebe ich mir die hier so fest. Zack. Und das Ganze dann hier so hinter die Blüte. So, ungefähr. Und dann kommt das Ganze hier so hin. Das klebe ich mir auch mit Flüssigkleber auf. So, wunderbar. Und dieses Etikett habe ich mir den Spruch "Vielen lieben Dank". Da könntet ihr natürlich auch einen kleineren Geburtstagsstempel nehmen. Weil das Etikett habe ich genommen aus dem Set vielseitig verziert und da gibt es hier dieses schöne kleine rechteckige Etikett, was mit gestitchten Rand ist und ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Hier habt ihr auch Kreise noch und also das ist auch ein schönes Stanzformenset aus dem Mini-Katalog und ja, das kommt hier einfach noch drauf mit drei Dimensionals auf der Rückseite. So überlappend über die Blüte gesetzt. So. Und jetzt könntet ihr,
wenn ihr wolltet. Also ich habe mir das hier so unten rechts hin. Seht ihr das, dass das gar nicht so weit vom Rand weg ist? Und jetzt könntet ihr hier, wenn ihr wolltet, diese kleinen Perlen nehmen. Die haben wir ja auch im Sortiment. Ich würde aber jetzt in dem Fall hier mal die passenden Pailletten dazu nehmen. Und zwar nehme ich mir jetzt hier mal die, lasst mich mal gucken, ich denke mal, ich nehme die grünen, die passen nämlich hier gut dazu, dass wir so ein bisschen noch einen Farbtupfer drin haben. Und zwar, ups, die ist einmal durch die Gegend geflogen. Mache ich mir jetzt hier zwei Pailletten hin, eine größere, eine kleinere, halt die größere. Heute ist so ein Tag, wo wieder nichts gelingt. Kennt ihr alle, ne? Ich glaube, so mache ich das heute und mache mir dann eine Paillette noch hier oben hin und es reicht. Oder ihr nehmt eben die Perlen, wie ich es hier schon gemacht habe. Aber die Pailletten finde ich schön. Die gibt es hier in vier verschiedenen Farben in dem Pack. Und ja, genau. Und fertig ist unsere unsere Box ohne Kleber. Mein Gott, was ist heute wieder los? Ja. Ja. Und ich finde, diese Verpackung geht wirklich schnell. Sie ist sehr stabil und die macht unglaublich was her. Mir gefällt sie gut. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie sie euch gefällt. Wenn sie euch gut gefällt und euch mein Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und ja, vielleicht einen lieben Kommentar. Vielleicht schreibt ihr mir, was euch hier besonders gut gefällt an dieser Verpackung. Und ja. Ansonsten sehen wir uns im nächsten kreativen Video beziehungsweise in einem Tagebuch von mir. Schauen wir einfach mal, was als nächstes kommt. Und ja, bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Birgit.